Ja, ich sag mal wieder guten Abend, Servus Leute. Ja, Servus Leute. Und wieder mal ein weiterer spannender Tag, spannende Zeiten. Coca-Cola steigt jetzt oder ist schon seit längerem im Kryptomarkt tätig und jetzt erstmals versteigert Coca-Cola NFT-Sammelstücke am Internationalen Tag der Freundschaft. Ja, und hier Coca-Cola veranstaltet, Coca-Cola versteigert anlässlich. Ja, Coca-Cola hat jetzt erstmalig NFTs, Krypto, eine Krypto-Sammelartikel erschaffen. Ja, Coca-Cola steigt groß mit im NFT-Bereich ein. Die gemeinsame Kollektion ja, Leute, grüß euch wieder mal. Grüß euch. Ja, Tag zusammen. Jetzt hier. Ja, Leute, der absolute Knaller. Coca-Cola steigt mit im Kryptomarkt ganz hart ein. Jetzt zum Freundschaftstag am 30. Juli. Ja, gab es die ersten NFT-Sammlerstücke. Ja, NFTs, No Fungible Tokens. Ja, das sind so Kunstgegenstände, die werden gehandelt auf den unterschiedlichsten Marktplätzen, virtuellen Marktplätzen. Der größte ist OpenSea, meiner Meinung nach auch der beste, da bin ich selber auch vertreten. Ja, Coca-Cola steigt jetzt volle Pulle ein, hat jetzt mehrere Tokens auf den Markt geworfen, die werden jetzt auch schon zum Teil super hoch gehandelt. Hier kann man zum Beispiel sehen, Coca-Cola Vintage Cola NFT, Marktplatz OpenSea, jo, 1000 Ethereum, ne? Ja, das sind dann hier, schaut es euch an, wunderbar, wunderbar. Absolut geil, Leute, absolut geil. Ja, Coca-Cola steigt jetzt volle Pulle mit ein. Wir schauen uns noch mal ein paar andere Kleinigkeiten von Coca-Cola an. Mal eingegeben hier oben in der Suchmaske. Jetzt gucken wir mal höchste. Was ist zurzeit das höchste hier? Was haben wir hier? Ja, 4700 Ethereum. Sprich, schauen wir mal. Wunderbar. 13 Mille, ne? Schön. Schön, schön. Wunderbar. Ne, Leute, ist auch hier kein Spaß, oder? Ja, Spaß ist das, ne? Ja, Coca-Cola, schaut euch an. Coca-Cola jetzt. Wieder mal so ein Knaller. Steigt jetzt auch mit Non-Fungible Tokens ein. Am 30. Juli hat Coca-Cola die ersten Sammlerstücke, Sammlerartikel auf NFT-Basis, auf Blockchain-Basis, Krypto-Basis auf den Markt geworfen. Ja, zum Beispiel hier, wenn man dazu sieht, ne, wunderbar. Das Coca-Cola Bundle Jacket Verblet, eine futuristische Jacke, die bewusst mit subtilen Anspielungen. Bla bla bla. Dann Decentraland wird ebenso den Start der Kuh mit einem Event feiern. Die Auktion beginnt am 30. Das habe ich leider verpasst. Super. Ja, dann hier OpenSea. Ja, kann man sagen, ist einer der ersten oder ja auch, ich sage jetzt so, der größte Marktplatz für digitale Güter. Ja, Internet der Dinge, Stichwort. Ja, Blockchain, weil das nicht jetzt da alles gibt, ne? Wunderbar. Ja, OpenSea ist der größte Marktplatz für digitale Güter, die sich im Besitz von Nutzern befinden. Dazu gehören Sammlerstücke, Spieleartikel, Domainnamen, digitale Künstler und andere Vermögenswerte, die durch eine Blockchain gesichert sind. Also schaut euch an, Blockchain, wunderbar. Ja, hier Coca-Cola steigt jetzt volle Pulle mit ein. Ja, befinden uns hier auf der OpenSea.
Ja, Anmeldeseite, meiner Meinung nach die größte und beste Krypto-NFT-Marktplatz für ja, digitale Produkte. Schauen jetzt gerade mal rein, Coca-Cola. Was geht so ab bei Coca-Cola? Ja, zum Teil hier schöne Sachen. Hier, wer erinnert sich noch, Cristiano Ronaldo mit seinen zwei Cola-Flaschen wird jetzt dieses Bild hier allein, wird jetzt für, schaut euch an, zwei Ethereum gehandelt. Marktpreis circa 6000 Dollar. Wunderbar. Schöne Sache, absolut top. Ja, Coca-Cola läuft, ne? Super, hier dann so ein paar T-Shirts, ne? Ja. Hier haben wir nochmal eine andere Währung dabei. Ja, das ist so ein Ableger von Ethereum, die Währung hier zum Beispiel. Ja, Decentraland war auch mit am Start. Ja, Coca-Cola diese Woche. Ja, oder Coca-Cola jetzt schon. Ja, ein paar Tage her eigentlich, dass sich Coca-Cola jetzt auch. Ja, digitale Kryptos, digitale Produkte, digitale Herstellung von Non-Fungible Tokens.